ist Nina Lindler und ich moderiere heute und morgen die sogenannte Lobby Stage. Das hier ist die Lobby, in der ihr gerade gelandet seid. Und hier nutzen wir die Pausen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Menschen aus der Community, Menschen, die das Festival mitgestalten und ja, über das Gesprächsformat spannende Informationen zu bekommen. Einblicke in Studien, wir werden Projekte vorstellen, all solche Dinge. Und ich freue mich sehr, dass heute bei mir ist Cornelia Raue. Das University Future Festival wird ja veranstaltet vom Hochschulforum Digitalisierung und der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Und Cornelia Raue ist bei der Stiftung Innovation in der Hochschullehre, kurz STIL, geschäftsführender Vorstand. Und sie sagt von sich selber, ich habe einen der besten Jobs, die man im Wissenschaftsmanagement haben kann, weil ich Verwaltung und inhaltliche Fragen zusammen entwickeln und entscheiden kann. Und mit ihr will ich heute über das Thema sprechen, an welchen dicken Brettern, so haben wir es mal genannt, bohrt denn die STIL gerade? Schön, dass du da bist, Conny. Danke, Nina. Freut mich, dass ich hier sprechen kann, was über die STIL erzählen kann und was wir vorhaben und ja, was wir so machen wollen. Genau, da wollen wir auch mal direkt mit einsteigen. Für die, die die STIL vielleicht jetzt nicht kennen, was ist denn eure Botschaft? Was ist euer Vorhaben? Was ist euer Ziel? Kannst du uns das noch mal kurz beschreiben? Unser Ziel steht ja schon im Namen. Stiftung Innovation in der Hochschullehre, vielleicht erstmal ein bisschen sperrig, aber dann doch eigentlich genau das, was wir machen sollen. Wir sind eine Bund-Länder geförderte Stiftung sind seit 4 Jahren am Start und stehen dafür, Innovation in der Hochschullehre zu fördern. Auf unterschiedlichen Ebenen, auf struktureller Ebene, auf der Ebene Lehrende zu unterstützen und damit Wege für die Zukunft zu bereiten, damit die Veränderungen vor allen Dingen auch in der Hochschullehre so gestaltet werden, dass man mit diesen wirklich sehr komplexen Herausforderungen, die wir alle vor uns haben, umgehen kann. Und es gibt noch eine andere Botschaft, die mir wichtig ist, vor allen Dingen auch im Kontext des gesamten Wissenschaftssystems. Lehre kommt zuerst, dann kommt Forschung, dann kommt der Transfer. Wenn wir nicht am Anfang in die Breite investieren, haben wir hinten nicht so viel. So beim Fußball ist das uns allen klar, aber das ist auch so in der Wissenschaft. Mhm. Und dafür stehen wir und wir sind jetzt im 4. Jahr, wir sind angekommen in der Community, wir haben eine Ausschreibung im Frühjahr getätigt, oder nee, letztes Jahr getätigt, da haben wir 6.000 Interessensbekundungen dafür bekommen, wir sind sozusagen bekannt, das freut uns im 4. Jahr, ist vielleicht auch nicht so schwer, wenn man Gelder vergibt, aber wir sind auch mit einem Profil inzwischen angekommen und wir wachsen weiter. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir immer noch sozusagen uns weiter aufbauen können, personell, aber auch infrastrukturell. Und was auch was ganz Interessantes ist, wir sind eine fast komplett digitalisierte Organisation. Und auch das macht Spaß und ist einfach sehr anregend. Insofern, wir haben gut zu tun und ich habe wirklich einen coolen Job. Und was sind denn so diese dicken Bretter, an denen ihr gerade bohrt, von denen ich jetzt eben eingangs gesprochen habe? Wir haben ja den Auftrag von Bund und Ländern, in bestimmte Richtungen zu fördern. Das ist direkt schon in der Verwaltungsvereinbarung niedergeschrieben und da gehen 3 große Förderlinien daraus hervor. Das ist einmal eine Strukturförderung, die wir bis jetzt noch nicht so an den Start gebracht haben. Die ist jetzt gerade in der Ausschreibung. Das ist die Lehrarchitektur. Das richtet sich vor allen Dingen an Hochschulleitungen, wo es darum geht, Strukturimpulse zu setzen, um auch sozusagen disruptive Veränderungen im System der Lehre voranzubringen. Wir haben die Freiraumausschreibung, die richtet sich an Lehrende oder auch an wissenschaftliche MitarbeiterInnen und sogar sonstige MitarbeiterInnen an Hochschulen, die Innovationsprojekte für die Lehre bei uns beantragen und gefördert bekommen können. Und wir haben jetzt noch das dritte Thema, das ist der Auftrag, dass wir auch aktuelle Herausforderungen, die die Hochschulen derzeit zu bewältigen haben, mit einer Förderung unterstützen sollen. Und da sind wir gerade im Prozess. Das ist gerade ein sehr spannender Prozess, weil wir natürlich in der Community gefragt haben, was sind die Themen, mit denen ihr umgehen müsst? Und weil wir bei Experten gefragt haben, wo seht ihr uns in der Zukunft? Das Festival heißt ja Tales of Tomorrows. Da muss man natürlich eine Idee davon haben, was das sein kann für die Zukunft. Was wurde denn so geantwortet? Ganz kurz. Bin ich jetzt direkt neugierig. Steig mal kurz ein. Also auf einer Metaebene muss man sagen, das, was wir gefunden haben, ist sehr viel Sinnhaftigkeit im Studium, sehr viel Wirksamkeit und sehr viel die soziale Rolle in der Hochschule. Und
Das sind aber erstmal das, was sozusagen aus der Community an uns herangetragen wird. Das sind jetzt keine Themen, die wir direkt für die Ausschreibung einspielen werden. Aber das war für uns ein interessantes Finding, was auch sozusagen korrespondiert mit anderen Studien in England darüber, wie gerade die Hochschule und der Studienalltag beschrieben wird. Spannend. Und darauf müssen wir aufsetzen. Wie, wissen wir noch nicht, sind wir im Prozess. Mhm. Und bei euch spielt ja auch so das Thema Austausch, Vernetzung eine Rolle. Ist ja eine wichtige Säule, die bei euch tatsächlich auch der Förderung entspricht. Wie schafft ihr das und wie könnt ihr auch da diesen Wissenstransfer noch gewährleisten? Genau, diese Verwaltungsvereinbarung, die sozusagen so ein bisschen die Verfassung ist für uns, die hat auch das uns schon ins Stammbuch geschrieben. Das ist auch ein Auftrag, der uns eben von anderen Projektträgern unterscheidet, dass wir die Projekte über die Projektlaufzeit und also entlang der Projektlaufzeit begleiten, empowern. Also wir stärken unsere Projektmitarbeiterinnen und Projektleitungen bei der Durchführung der Projekte, unterstützen sie, die Projekte in die Strukturen der Hochschulen zu überführen. Und dafür haben wir in den letzten Jahren sehr hochkarätige Weiterbildungen angeboten, die sehr nachgefragt sind, wo wir auch ein gutes Feedback bekommen haben. In die Richtung gehen wir weiter. Das ist ein Teil der Vernetzung und des Empowerments für Leute, die sich für Lehre engagieren. Und das andere große, dicke Brett ist natürlich, was wird mit diesen vielen Inhalten der Projekte? Und dafür sind wir gerade dabei, eine Infrastruktur, eine Projektplattform aufzubauen, wo diejenigen, die für uns oder die in unseren Förderungen sind, aber auch gekoppelt an andere Plattformen, Projekte, Maßnahmen, Initiativen, Aktivitäten hinterlegen können, was für andere durchsuchbar sein soll. Dass das nicht so verpufft. Genau. Also das ist der Plan, daran arbeiten wir und auch das ist ein großes, das klingt nach einem großen Vorhaben, das kann ich mir vorstellen. Ja. Jetzt hattest du vorhin gesagt, das kam so wirklich mit Gewicht bei dir raus, dass die Lehre zuerst komme. Was macht denn die Stil, um die Lehre da im Wissenschaftssystem wirklich auch zu etablieren? Wie geht ihr das Thema an? Erstmal sind wir da. Wir sind aktiv. Wir sind hier auf dem UF, wir sind sichtbar und wir sind eng mit der Community gekoppelt. Also wir sind ein Player geworden und das ist das eine, was die Lehr-Community anbelangt. Das Wissenschaftssystem ist natürlich größer. Es gibt den Forschungsbereich, es gibt den Hochschulbereich an sich, es gibt auch ganz viel Administration und es gibt vor allen Dingen auch sehr viel geförderten Transferbereich. Und hier ist es wichtig, also erstmal das, was ich vorhin gesagt habe, also das Narrativ zu stärken, was wäre das alles ohne Lehre, nämlich gar nichts. Das ist die eine Sache. Ein Tale of Tomorrow. Yes. Und das andere ist natürlich, im Wissenschaftssystem muss man sich mit wissenschaftlichen Verfahren etablieren. Also denn wenn wir Ausschreibungen machen, ist es wichtig, dass das von WissenschaftlerInnen begutachtet wird, dass das Kriterien geleitet ist und dass wir uns auch von Experten beraten lassen, wissenschaftliche Beiräte, aber auch andere Gremien, die uns an der Stelle unterstützen. Ich glaube, das ist ein Teil des Weges und noch einiges mehr. Du hast vorhin schon so ein bisschen euer ganzes Fördervorhaben nochmal dargestellt. Das sind wirklich sehr viele Projekte, die ihr da fördert. Und ihr seid ja schon auch mal auf der Suche nach so Perlen, sage ich jetzt mal. Habt ihr da welche gefunden? Wir suchen sowieso. Also es ist ja immer alles ein Prozess und ein Weg. Wir haben 540 Projekte, die wir derzeit fördern. Insofern ist es nicht ganz einfach, da wirklich eine gute Einsicht in Einzelprojekte zu bekommen. Jetzt in Vorbereitung auf das UF habe ich mal geguckt, was wir zu den Themen KI und digitale Souveränität fördern. Und schon einfach erstmal so eine Stichwortsuche zeigt, dass wir da, dass 10 bis 15% der Projekte sich mit diesen Themen befassen. Und jetzt im Hinblick zum Beispiel auf KI kann man sagen, dass die Hochschulen da in so einer Art Vorbereitungsphase sind. Da geht es eher darum, wie machen wir unsere Studierenden als auch die Lehrenden fit mit Data und mit KI umzugehen, also was sozusagen Digital Sovereignty oder Data Literacy anbelangt. Und dazu gibt es einige Projekte ganz, also wirklich wegweisend. Das finde ich sehr interessant, dass das in die Curricula verankert wird an manchen Hochschulen. Es gibt noch einen anderen Punkt, wo die Hochschulen schon relativ aktiv sind. Das ist, dass sie E-Assessments nutzen und auch KI-gesteuertes, unterstütztes Lernen, damit das
Lernen und Studieren individualisierter wird. Also es ist auch ein Trend, wenn wir uns umgucken in England, in bestimmte Studien, die eben zeigen, dass so ein reiner Studiengangsabschluss heute nicht mehr die richtige Antwort ist auf diese extrem komplexen Anforderungen und dass das eher individualisiert und vielleicht problembezogen zusammengestellt werden muss. Und da sind natürlich solche Tools gute Unterstützung. Das ist ein Punkt. Aber die Hochschulen sind an der Stelle noch eher vorsichtig und eher in der Vorbereitung. Und sehr Sie wünschen, dass es anders wäre? Ein bisschen progressiver oder? Ja, es gibt auch zum Beispiel, das kann ich jetzt an der Stelle nennen, das ist ein niedersächsisches Verbundprojekt, 16 Partner sind beteiligt, also wo sich ein ganzes Land oder 16 Partner zusammentun, um nicht nur auf Lehrenden- und Lernenebene KI sozusagen reflexiv zu bearbeiten, sondern auch für die Institution, also mit welcher wie proprietär ist man aufgestellt, was nimmt man als Service, wie können Sicherheitsthemen beantwortet werden. Das muss man in der Kooperation machen. Ich glaube, eine einzelne Hochschule ist an der Stelle völlig überfordert mit diesem großen Thema. Deshalb würde ich sagen, es gibt ein paar Länder, die das sehr kooperativ bis jetzt schon vorantreiben. Und dann gibt es natürlich die Herausforderung, das bundesweit irgendwann voranzutreiben. Jetzt habe ich mal noch eine ganz andere Frage. Stiftung Innovation in der Hochschullehre, wie stellt ihr denn eigentlich sicher als Ziel, dass ihr auch innovativ bleibt? Ja, das ist eine schöne Frage, weil ich an anderer Stelle auch immer sage, nur das, was drinnen ist, kommt auch nach draußen raus. Also nur wenn wir selber wach sind und uns selber challengen und hinterfragen, haben wir überhaupt eine Chance, das nach außen in unserem Programm, in unserem Handeln auch so wirksam werden zu lassen. Insofern ist es uns ein wichtiges Anliegen. Das ist erstmal das sozusagen, das ist gesetzt und man hat natürlich nie die Sicherheit, dass man nicht doch in einer Bubble ist und gerade im Hochschulwesen ist man natürlich in einer Bubble, also was Diversität und viele Themen anbelangt. Nichtsdestotrotz versuchen wir das. Wir sind natürlich in der privilegierten Situation, dass wir zurzeit auch so als Stiftung noch im Wachsen sind. Wir stellen neue Leute ein und die kommen dann entweder von der Berufsfeuerwehr oder von Berufsverbänden und schon dadurch kommt die Welt bei uns sozusagen auch rein und da gibt es dann manchmal ganz praktische Fragen. Die sagen dann, okay, und was ist der Mangel? Warum fördert ihr das? Also sozusagen dieser externe Blick, den haben wir jetzt noch drin. Und natürlich, also sozusagen, wir holen uns die Community rein und wir selber stellen uns tatsächlich auch immer mal an solchen Klausurtagungen und als Team wieder in Frage, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Aber das ist natürlich sozusagen, es ist eher eine Perspektive und eine Sicherheit haben wir nicht, dass wir innovativ bleiben. Ihr seid auf dem Uff, wo ihr ins Gespräch kommt mit ganz vielen Menschen und ihr zu Hause oder an den Laptops, an den Rechnern, seid dann natürlich auch herzlich eingeladen, in Kontakt zu treten mit der STIL, wenn ihr Ideen oder Perspektiven einbringen auf möchtet. Jeden Fall. Zum Uff noch ganz kurz, ihr habt ja auch eine eigene Stage. Yes. Hast du so ein paar Einblicke, warum die Stage, was gibt es für uns da? Warum die Highlights? Stage? Die Stage ist, wir als STIL sind noch eine jugendliche Organisation oder Institution. Wir wollen natürlich auch Sichtbarkeit, auch für unsere Projekte. Also die sollen sich auch untereinander sozusagen auf dieser Stage miteinander vernetzen können oder aufeinander referieren können. Wir selber wollen die auch sehen und wollen mit denen in Kontakt kommen. Also Projekte stellen sich vor. Ja, ganz genau. Das ist für uns natürlich total spannend. Und ein Punkt, den habe ich vorhin schon in der Begrüßung angerissen, das ist ein sehr interessantes Projekt, was auch in die Richtung geht, die du vorhin schon angesprochen hast, die Wissenschaftlichkeit, also oder wie wir sozusagen uns im System etablieren, im Wissenschaftssystem. Wir haben eine Kooperation mit der Uni Lübeck. Wir haben für die Freiraumausschreibung ein Losverfahren nach einer Interessensbekundung vorgeschaltet und das ist sozusagen eine heiße Diskussion in der Community, ob das ein gutes Verfahren ist, ob sich das lohnt. Und das lassen wir beforschen von Psychologen und Sozialwissenschaftlern der Uni Lübeck. Und darüber sprechen zum Beispiel meine Kollegin Marike Rother und Sören Krach, glaube ich, 11.40 Uhr. Und und dort werden so Fragen beantwortet. Ist das effektiv? Ist das effizient? Ist es chancengerecht? Also da sind wir gerade dabei, uns jetzt selbst als Institution in unserem Handeln auch wissenschaftlich flankieren zu lassen. Super. Und sind da selber auch ganz gespannt auf die Ergebnisse. Und es gibt schon ein paar. Also, das kann man erleben auf der STIL Stage.
Und wenn das vorbei ist und wir dann eine kleine Pause haben, dann könnt ihr gerne wieder hier in der Lobby vorbeischauen. Oder ihr müsst eigentlich gar nicht vorbeischauen. Ich ploppe nämlich einfach so auf hier mit der Lobby Stage. An uns kommt man sozusagen hier nicht vorbei. Und dann haben wir ich muss kurz gucken, 11.25 Uhr hier ein Interview mit der Orca NRW Stage. Freue ich mich drauf. Und jetzt erstmal viel Spaß bei den nächsten Sessions. Dankeschön. Danke, Conny. Genau. Ja, danke, Nina.